Counter-Strike. Also ich. Es ist tatsächlich mal so weit geschehen, ich bin Gold Nummer 1 geworden. Und habe jetzt hier das freudige Vergnügen, ein Overwatch aufnehmen zu können, da ich ja Gold Nummer 1 bin. Und ab Gold Nummer 1 darf man Overwatchen, natürlich mit den anderen Voraussetzungen, dass man 150 Siege im Matchmaking hat. Und ich glaube auch, irgendwelche, was heißt. Naja, wisst ihr, irgendwelche Spielstunden. Stimmt, ja. Ich mache mal ein bisschen Sound leiser. Ich habe nämlich meinen PC neu aufgesetzt. RC. Der geht schon weiter. Ja, was ist denn das für ein? Also, wir schauen das Suspect zu. Wir sind in der ersten Runde gleich. Warm-up haben wir auch ein bisschen was gesehen, weil es irgendwie nicht so spannend. Ah, wir sind immer noch im Warm-up, okay. Also Crosshair Placement ist schon wieder auf Arbeit. Oh. Ja. Ich denke, wir werden hier jetzt was ganz Interessantes sehen. Also ich denke, wir haben hier ohne Frage ein Silberspiel. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist eigentlich... Na gut, also wir haben hier auf jeden Fall ein Spiel aus den unteren... Wenn es nicht sogar sein erstes Spiel ist. Wenn es nicht sogar sein erstes Spiel ist. Okay, er spielt Galil, das macht ihn nicht. Besser gut, also das macht ihn für mich schon sympathischer. Ich möchte mich natürlich dafür entschuldigen, dass ich hier natürlich dann auch Kommentare bringen werde, wie der spielt aber schlecht, wo ich doch selbst bis vor kurzem noch Silber war. Aber jetzt bin ich ja Gold und darf über Silbertypen auf jeden Fall ablästern, und wenn ich mein D-Ring bekomme, dann nicht mehr. Aber solange hier so ein Silber Gameplay auf jeden Fall confirmed, also gerade sein Crosshair auf jeden Fall ein bisschen. Also, ich glaube, ein Warlet haben wir hier nicht, wollte ich sagen, aber glaube ich auch nicht. Wobei, dass er weiß er, wann er kommt, er schaut, dreht sich weg, schaut wieder hin. Ja, schau rüber, komm, ist da noch einer? Ich glaube schon, oder? Ja, der fightet gerade mit deinem Mate, komm. Aha, einer ist weggegangen von der Bombe, hol ich mir die jetzt? Ah, ich glaube, da ist noch einer, aha, wo ist der? Ja, okay, kein Warlet. Er hat keinen Wort. Aber vielleicht ein Aimer. Komm, mein Werter, spiel doch mal AWP. Wie wär's da? Komm. Also, er hat 50, er forst sich eine Mac-10. Mit Kevlar und Helm. Das passt soweit alles. Eigentlich ganz professionell. Einen hat er geflasht, dem aber egal. Den hat mit seinem Mate weggeschnappt, der wäre nämlich auch sehr komisch gewesen, der Schuss. Oder so, ich meine, vielleicht hat er ein bisschen Recoil Control, aber das passt einfach nicht zu dem, was wir in der Aufnahme haben. Aber vielleicht ist es ja tatsächlich ein höheres Spiel. Und der hat einfach in der Aufnahmephase ein bisschen gefaked. Aber so wie die spielen mit der Scout, erwarte ich nicht, dass das ein Spiel ist. Und die Flash, die war... Gleich spiele ich das 2, das sollte dazu gesagt sein. Das 2. Ja, okay, also ich glaube nicht, dass er einen Warlock hat. Aber wie gesagt, ein Aimer wird passen. Wir haben jetzt, also zweite Runde. Wir haben gewonnen. Na gut, Geld hat er. Hat sich also eine AK gekauft. Wir haben noch 2 Scouts im Team. Ja gut, da brauchen wir nicht drüber reden, das war legit. Aber was ist jetzt? Der eine ist gecallt, wo der ist? Der ist auf... Wo ist denn der? Der ist auf Long, oder? Geht jetzt über mit. Ja, er kommt von links. Gut, die Steps hört er. Schwierig. Ja, also ich meine, in meinem ersten Overwatch, das ist mein zweites Overwatch insgesamt, aber ich bin ja, so wie ich Let's Plays von YouTube, bin ich der absolute Profi in sowas. Irgendwie, das ist jetzt
Also wäre jetzt alibi-mäßig schon mal optimal gelöst, hier einfach mal so ein bisschen Free Fire zu leisten, wenn es nötig ist. Ich meine, wir haben glaube ich noch nicht alles gesehen, da kommt noch was. Hat der Suspect noch was bereit für uns? Da wurde ich mal kurz eingeladen für irgendein Spiel. Keine Ahnung für was. Ich mal hier bitte kurz. Das nicht. Ah. Möchte ich denn mit dem Spiel? Möchte ich mit dem Spiel? Vielleicht möchte ich nicht mit dem Spiel. Ich möchte tatsächlich nicht mit dem Spiel. Ah, so, also ihr plantet hier mal die Bombe. Das ist eigentlich auf der Lecky zu, dann schön. Gut gelöst, aber echt ein bisschen früher, Molly. Der war nicht legit. Der war nicht legit. Er hat zwei unten angesetzt, Spray Pattern, und dann ist er aus irgendeinem Grund hochgekommen. Und er hat runtergezogen. Also, entweder ist es ein ganz schlechter Aimer, oder das ist einfach ein Troller. Das könnte auch sein. Einfach ein Troller, der teilweise einfach ohne Recoil sprayt. Das könnte sein. Also entweder Troll oder er hat einen Aimer. Eins von beiden. Es ist kein Legend Gameplay. Also das ist nicht wie irgendeiner auf irgendeinem Rank spielt. Es ist ein Smurf vielleicht, der runter soll. Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall nicht sein Main. Außer es ist so einer in Silber, der halt auf seinem Main hängt. Aha. Jetzt ist die Frage, ob er nicht doch einen Wallhack hat. Und ich weiß nicht, ob wir noch zwei Runden sehen oder ob es die letzte ist. Und er hat leider immer noch nicht Abi gespielt. Abi spielen wäre jetzt echt eine geile Idee, Mate. Ja, jetzt komm. Dein Mate und spiel jetzt wieder irgendeine Abi auf von irgendjemand. Hat niemand eine Abi? Ja, komm, ey. Puffin hat eine Abi, hoch. Wo ist Puffin? Ja. Puffin ist... ist Puffin. Ich kenne mich überhaupt nicht. Ja, also das ist ein bisschen alibi, das ist jetzt noch nichts heißen. Besonders wenn man überlegt, dass er wieder nach rechts... Okay, wir sehen noch eine Runde. Wir sehen noch eine Runde mit der AK Frontside Mist, die am... Ach, der hat eine Safari-Mischer, die haben, ja. Mit Ten-Skin hat er, glaube ich, nicht, hat er nicht aufgepasst. Die Frontside Mist, die ist auf jeden Fall nicht von ihm, hat er immer eine Safari-Mischer. Auch wenn es gar nicht angezeigt wird. Das wird hier gerade nicht angezeigt. Also hier werde ich so keine Ahnung, was ich geben soll. Also hier. Also ich denke, ein Aimer hat auf. Also ein Aim-Hack hat auf jeden Fall. Also da. Die Schutz, die Schüsse, die waren teilweise dermaßen nicht legit. Und ich weiß nicht, wieso. Der Tease hat. Als letzter. Ah. Ich dachte, er wird CT. Gut, der ist called, der ist gecallt. Was macht er? Ja. Ab AM des Todes auf die Wand. Ja, komm, mach einen Wolleg an. In Aimer. Aimer an, was geht leichter. Komm, mach einen Wolleg an. An, komm, komm. Ah, jetzt ist er an, jetzt ist er an. Ah. Kann man nichts geben für. Aber es reibt sich nochmal richtig rein, nochmal richtig irgendwas, was jetzt so richtig der Ausschlag ist. Komm, der Puffin lebt noch, von dem hebt die Awe aufkommt. Hebt ihr die Awe auf und dann eben genau dahin, wo der Gegner kommt. Puffin wäre da drüben und da hat er gerade hingeschaut. Das steppt nicht, das sehen wir ganz klar. Der hat gerade gesprungen und er hat gewusst, dass er da drüben ist. Das kann er nicht wissen. Er kann nicht wissen, dass die Awe da drüben ist. Das kann er nicht wissen. Wobei, vielleicht, ich weiß nicht, ob die gecallt war, aber er kann nicht wissen, dass die auf jeden Fall da hinschaut. Ich kann genauso gut auf Short schauen. Und ich weiß nicht, ob ich ihm zutraue, dass er hier... das war Map-Kenntnis nicht. Was macht er denn? Ah, wir sehen noch eine Runde. Wir sehen noch die siebte Runde, schön. Wir sehen noch eine Runde. So, also er hat eine Safari-Mische. Warum geht noch einer durch? Naja, wir machen hier ein bisschen Alibi-Mische. Ja, ich glaube, er hat einen Wallig und einen Aimer. Gut, da hat wohl eben noch jemand angemacht. Also, er hat auf jeden Fall eine Zielhilfe. Das ist eindeutig und ohne Zweifel. Also, hat er eine Sichthilfe? Ich glaube auch. Naja, was anderes hat er nicht gehabt.
Wollte abgeben. Genau. Damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Wir bekommen ein paar Epinchen und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, zurzeit kommen leider nicht so viele Videos. Ich habe leider gar keine Zeit zum Aufnehmen. Nächste Woche habe ich wieder Zeit. Ich habe vor, ein bisschen Stellaris aufzunehmen. Ich habe da ein paar eine Mod gefunden. Das kommt dann statt City Skylines. City Skylines wohl in nächster Zeit nicht. Counter-Strike natürlich auch mal wieder Matchmaking, Road to Gold, irgendwas. Ich weiß es nicht. Und es steht schon wieder ein Fall zur Prüfung aus. Das hört sich schwer nach Vorproduzieren aus an. Aber ich glaube, naja, ich habe doch nicht so viel Zeit. Gut, wünsche einen schönen Tag und auf Wiedersehen.